Peace, Broskis und Sisters, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute reden wir über die Releases, die im August so alle auf uns warten. Eins kann ich sagen, Leute, die werden echt dope as fuck. Von daher, let's go. Am 1.8. haben wir direkt einen sehr geilen Schuh, nämlich den Nike SB Dunk Low Sashiko. Dieser wird 99 Euro kosten und wahrscheinlich einen Resell von 250 bis 350 Euro haben. Der Schuh gefällt mir persönlich relativ. Ich finde Dunks an sich sehr geil. Dieser Colorway ist jedoch nicht so meins. Ich feiere den allgemeinen Vibe von diesem Schuh einfach nicht so. Aber der Schuh wird auf jeden Fall vielen Leuten gefallen. Von daher, wenn ihr ihn flippen wollt, holt ihn euch auf jeden Fall. Denn mit dem Schuh kann man auf jeden Fall Profit machen. Am 6.8. dann haben wir einen neuen Air Jordan 1 High Top, auf den ich schon echt sehr, sehr lange gehypt bin. Damals, als die ersten Bilder von ihm rauskamen, fand ich ihn direkt mega nice. Es ist nämlich der Air Jordan 1 High Top Snakeskin. Ich feiere den Schuh einfach unnormal derbe. Ich finde die Idee, dieses Schlangenmuster in einen Schuh einzubinden, allgemein sehr geil. Und die Umsetzung mit dem Schwarz- und Rot-Akzenten ist auch sehr geil. Das Einzige, was ein bisschen Minus an dem Schuh ist, ist, dass es eben als Women's Schuh gelistet ist, was ich schon mal grundlegend nicht so verstehen kann. Ich weiß nicht, der Schuh sieht eher etwas maskuliner aus, finde ich. Keine Ahnung, droppt uns mal in die Comments, falls ihr da anderer Meinung seid. Ich finde aber, der Schuh sieht sehr maskulin eigentlich aus, ist aber als Women's Size Run gelistet. Von daher wird eben auch der Resell 250 bis 375 Euro haben, da eben die größeren Sizes sehr, sehr teuer werden, weil es eben offiziell Women's Shoe ist und ja, deswegen die größeren Sizes mehr gefragt werden, die kleineren wahrscheinlich eher nicht so. Von daher auch ein Schuh, den man sich auf jeden Fall koppen kann, wenn man ihn tragen will, und zum Flippen natürlich wie eigentlich so gut wie jeder Air Jordan auch ein sehr guter Schuh. Und direkt zwei Tage danach, am 8.8., kommt der Air Jordan 3 Denim. Dieser Schuh erinnert ein bisschen an den Fire Red Colorway, den wir schon in der Vergangenheit hatten, und sieht aber trotzdem sehr, sehr geil aus. Sieht nochmal ein bisschen anders aus, schlichter würde ich sagen auf jeden Fall. Trotzdem ist dieser Colorway sehr geil, und vor allen Dingen, was mega krass ist, was ich auch feiere, es gibt einen Japan Exclusive Schuh, der dann so ein Schriftzug noch hinten auf der Heeltop hat, was wirklich sehr, sehr geil aussieht. Das soll wohl japanisch sein und Nike eben bedeuten. Ja, also der Japan Exclusive Schuh wirklich sehr, sehr geil. Auch der normale, ganz nice. Ja, aber ein Schuh, den ich mir persönlich nicht koppen würde, aber den man auch auf jeden Fall zum Flippen sich kaufen kann. Wird natürlich nicht so viel Profit geben, aber kann man auf jeden Fall machen. Und jetzt kommen wir zu einem Schuh, der wirklich sehr, sehr geil ist. Alle 90s Kids werden wahrscheinlich gleich feuchte Augen kriegen. Wir reden nämlich über den Air Jordan 5 Alternative Bel Air. Damals, 2013, hatten wir ja schon mal einen Bel Air in diesem grauen Look, der auch wirklich sehr, sehr geil aussieht. Und jetzt, 2020, also 7 Jahre später, kriegen wir auch einen zweiten Bel Air, nämlich dieses Mal in Weiß. Der Schuh sieht wirklich sehr, sehr geil aus und auch eben, Leute, weil es einfach von der Serie Fresh Prince of Bel-Air ist, kann man eigentlich nichts gegen den Schuh sagen. Der Colorway ist eigentlich ziemlich der gleiche, wie er damals 2013 war, bloß eben jetzt mit weißem Upper anstatt grauem Upper. Der Schuh wird am 15.8. releasen und wird einen Retail von 190 Euro haben und wird einen Resell von ungefähr 250 bis 350 Euro haben. Am 20.8. droppt dann auch gleich der nächste sehr, sehr geile Schuh, nämlich der Nike Adapt BB 2.0 Mag. Dieser Schuh wird einen Retail von 350 Euro haben. Ist natürlich sehr viel, aber natürlich für die Safe Lacing Technologie von Nike wollen die ja immer ein bisschen mehr Geld haben. Von daher, ja, ein normaler Preis für einen Nike Adapt BB. Dieser Schuh wird auf jeden Fall einen Resell von 350 bis 400 Euro haben. Also normalerweise haben die Adapt BBs ja eher keinen Resell. Den sehe ich aber eben in dem Vorteil, weil er diesen Back to the Future Look hat, dass der auf jeden Fall etwas Resell bringen könnte. Von daher ein Schuh, den man sich koppen kann, wenn man ihn flippen will. Aber ehrlich gesagt, glaube ich nicht sollte. Der Schuh erinnert sehr an die Air Max. Ich finde es persönlich sehr, sehr geil, dass sie da immer noch frischen Content liefern. Die Air Max sind ja damals in 2015 gedroppt und ich finde es echt geil, dass sie immer noch diesen Back to the Future Content liefern, weil dieser Look dieser Schuhe einfach sehr, sehr geil ist. Eben dieses Ding mit der Midsole, ihr werdet wissen, was ich meine. Ich persönlich feiere das wirklich sehr, deswegen freue ich mich, dass da auch ein neuer Schuh kommt. Für mich jedoch kein Schuh, 350 Euro Retail ist einfach sehr, sehr teuer. Einen Tag darauf haben wir direkt noch einen Air Jordan 3, nämlich den Laser Orange. Dieser wird, genauso wie eigentlich jeder andere Air Jordan 3, 190 Euro im Retail kosten und wird einen Resell von, ja, ungefähr 190 bis 225 Euro haben. Dieser Schuh wird sozusagen etwas über dem Retail weggehen. Ich sehe diesen Colorway einfach nicht so stark, als dass ich sagen würde, dass den viele Leute versuchen werden zu flippen. Von daher bin ich mir auch nicht 100% sicher, ob dieser Schuh direkt sold out sein wird
und bin mir eben deswegen vorsichtig mit meinen Resell Predictions. Von daher, wenn ihr einen Schuh zum Flippen sucht, den würde ich eher nicht wählen. Ja, so Leute, und ihr dachtet, die Schuhe auf dieser Liste waren schon nice, dann macht euch gefasst. Denn ohne Scheiß, das sind die beiden krankesten und geilsten Adidas Yeezys, die wir jemals hatten. Es geht nämlich um den 350er V2 Israfil und den 700er V3 Azareth. Aber fangen wir an mit dem Israfil. Der Israfil wird am 22.08. droppen und wird einen Retailpreis von 220 Euro haben und wird im Resell ungefähr 240 bis 280 Euro bringen. Den Schuh hatte ich sogar in meinem allerersten Video besprochen und meinte damals, dass das wirklich ein Yeezy ist, der wirklich eine neue Ära einleitet. Und ich stehe dazu, die Yeezy Wave wird wiederkommen und dieser Schuh wird maßgeblich dazu beitragen. Ohne Scheiß ist es wirklich, wie ich finde, der krankeste 350er V2 Colorway ohne Konkurrenz. Das ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt ja mal in die Comments droppen, was ihr zu dem Schuh sagt. Ich finde, der sieht einfach gestört geil aus. Von daher auf jeden Fall ein Schuh, den man als Yeezy Collector haben muss, wie ich finde. Ich persönlich rock keine 350er, deswegen werde ich ihn mir nicht kaufen. Aber der Colorway ist wirklich damn. Der ist wirklich krass. Machen wir weiter mit dem 700er V3 Azareth. Dieser Schuh wird am 29.08. droppen, sozusagen der letzte Schuh auf dieser Liste, und wird einen Retailpreis von 200 Euro haben und einen Resell von ungefähr 350 bis 450 Euro. Der Release ist zwar noch nicht confirmed, aber es gibt viele sichere Quellen, die schon sozusagen halb bestätigt haben, dass der Schuh am 29. droppen wird. Ganz abgesehen davon, dass die 700er V3 für mich die stärkste Silhouette von Yeezy überhaupt sind, ist dieser Colorway einfach sehr, sehr gut. Und da kann man meiner Meinung nach auch nichts anderes sagen. Es ist nämlich genau das, was ich in meinem Yeezy Wave Video gesagt habe. Sie haben jetzt geile Silhouetten und jetzt müssen sie noch geilere Colorways rausbringen. Und genau das machen sie. Dieser blau-weiße Look sieht einfach sehr, sehr gut aus. Es ist ein Schuh, den man zu, ich sag mal, nahezu allem tragen kann, vielleicht wenn man so eine helle Jeans hat, das könnte vielleicht ein bisschen scheiße aussehen. Aber Leute, ich kann mir wenig vorstellen, wo man den nicht geil tragen kann. Das ist auf jeden Fall ein Schuh, den ich mir koppen würde, wenn ich das Geld hätte. Ich werde den auf jeden Fall versuchen zu bekommen. Wenn ich ihn wirklich beim Retailer bekommen werde, dann muss ich mir wirklich ernsthaft überlegen, ob ich mir diesen Schuh behalten werde, weil 200 Euro für solch einen krassen Schuh ist wirklich ein sehr, sehr guter Preis. Und wie gesagt, für mich ist es der zweitbeste Colorway. Oder was heißt der Colorway, aber der zweitbeste Yeezy, den es überhaupt gibt. Der Israfil für mich der beste. Einfach der Colorway ist einfach so geil. Auch wenn ich 350er nicht so feier, ist dieser Colorway so krass. Und die Azareth dann auf dem zweiten Platz. Meine persönliche Meinung. So Leute, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen die Releases mitschreiben und habt euch schön aufgeschrieben, wann ihr eure Schuhe kaufen müsst. Von daher, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke und empfehlt den Kanal auch euren Freunden, würde mir wirklich sehr, sehr viel bedeuten. Und Leute, bis dahin wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Bis zum nächsten Video, Leute. Peace out.